Hi Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play FIFA 18 Karrieremodus mit dem Halleschen FC. Ja, in der letzten Folge seht ihr leider, wir haben 1:2 verloren in unserem ersten Spiel. Ist leider blöd gelaufen, wir waren in Führung und haben dann doch noch das Gegentor bekommen. Ja, natürlich, Justin Neumann wird wieder spielen. Wird natürlich auch wieder kein einfaches Spiel gegen einen Zweitligisten aus Italien. Ihr seht, ich habe auch schon Training gemacht. Einige haben ein paar Verbesserungen bekommen, aber natürlich noch nicht in der Bewertung. In Sachen Training muss man natürlich noch ein bisschen warten. Der DFB-Pokal wurde anscheinend immer noch nicht ausgelost. Also es scheint ihn tatsächlich zu geben. Also man kann definitiv DFB-Pokal aussuchen. Was mich aber irritiert und verwundert, es gibt tatsächlich keine Bundesliga-Lizenzen. Also ich habe jetzt mal so einfach ein Turnier gestartet mit der Bundesliga und es gibt definitiv keine Lizenzen, auch nicht von der dritten Liga. Das heißt, dass wir anzeigetechnisch nichts bekommen. Es gibt nur die Premier League und die Liga BBVA, aber keine Bundesliga mehr, was mich etwas verwirrt. Auf jeden Fall werde ich jetzt hier die Mannschaft nach oben ändern und dann sehen wir uns im Spiel wieder. Ja, damit hallo und herzlich willkommen. Hier sind wir aus dem Stadion. Dieses Mal im Stadico Olimpico befinden wir uns zum Spiel Vecchia gegen unseren Halleschen FC. Wird natürlich definitiv kein einfaches Spiel. Hab wieder einige Änderungen gemacht. Die seht ihr dann jetzt hier gleich. Hier, das sind meine Änderungen. Fetch wieder dabei im Sturm. Müller heute im Tor. Bandowski, der das 1:1 verschuldet hat, ist dabei. Und ja, es ist ja so, ich sage ja immer, die Testspiele sind nichts Besonderes. Es ist für mich immer wichtig, in den Testspielen herauszufinden, okay, wer hat vielleicht die Möglichkeit, in der dritten Liga dann auf sich aufmerksam zu machen und dann vielleicht wichtige Akzente dann in der Liga zu setzen. Ja, damit wünsche ich euch viel Spaß mit dem zweiten Spiel. Heute natürlich dann nachher noch das dritte Spiel, aber dann später. Und das ist die Möglichkeit für Justin Neumann. 13. Spielminute. Auch in dieser Partie haben wir die erste Chance. Auch hier beginnen wir relativ stark. Bol, der mir im letzten Spiel richtig stark gefallen hat. Ich ihn dann aber ausgewechselt hatte, weil ich auch andere Spieler zeigen lassen wollte. Vor allen Dingen so, ich habe ja im letzten Spiel kein Fazit gegeben. So Bol und vor allen Dingen auch Neumann haben mir relativ gut gefallen. Und hier landet der Ball leider nur beim Gegner. Und Panier mit einer richtig guten Chance. Ich dachte, ja, komm, schieß da einfach mal drauf. Das wird vielleicht doch sowieso nichts. Aber wenigstens mal ein Abschluss verzeichnen. Und dann wird das richtig gefährlich. Und der Torhüter muss daran. Ansonsten wäre der tatsächlich auch reingeflogen. Wow, richtig gute Möglichkeit. Und das so aus dem Nichts. Und Kopfballmöglichkeit. Aber Bandowski, ja, der macht sich nicht gut. Also der hat definitiv nächstes Jahr Problemchen. Da ist die Möglichkeit für die Italiener. Und wieder macht Bandowski den Fehler. Das gibt's doch gar nicht. Also ich gebe denen ja die Möglichkeit, sich zu beweisen. Und hier steht er wieder völlig falsch. Hab als erstes mal den Schlick da viel zu spät bekommen. Und dann tunnelt er mich. Hier. Und wir liegen schon 0:1 zurück. Erste Möglichkeit für die Italiener. Und gleich treffen sie. Unbelievable. Ja, da ist die Möglichkeit, Leute, und fast das 2:0. Also es ist unfassbar. Es ist so typisch italienische Mannschaften, gegen die ich hier spiele. Einfach nur hinten drin stehen in der zweiten Halbzeit und gar nichts mehr machen nach dem 1:0. Das habe ich schon im ersten Spiel gesehen. Als ich nach dem Rückstand einfach überhaupt nicht mehr zurückkommen konnte, weil die Italiener mit 8, 9 Spielern wieder hinten drin standen. Diese schlampigen Ballverluste meiner Mannschaft, du. Es nervt halt einfach, dass sie den langen Pass spielen können, dass die Spieler auch direkt starten. Und dann, Leute, da ist die Möglichkeit für Justin Neumann, aber der nutzt die nicht, das gibt's doch nicht. Ich weiß, der Busch hat nur 95, aber trotzdem. Und jetzt auch Jani, und dann hält dieser Keeper einfach alles. Das ist doch nicht wahr. Was für eine Riesenmöglichkeit. Da steht Neumann leer vors Tor und dann schiebt er den auf den Torwart. Jetzt aber eine Möglichkeit. Panier und dann legt er sich die Kugel vor und wieder pariert dieser Keeper. Das ist doch nicht wahr, Freunde. Und Leute, da ist die Möglichkeit für Panier und da ist der Ausgleich. Jawohl, da ist der Ausgleich, liebe Freunde. Vollkommen verdient. Es ist nicht zu glauben, aber jetzt ist der Ausgleich endlich da. Voller
Völlig verdient. Im letzten Spiel haben wir unverdient verloren. Und jetzt hier endlich der Ausgleich, nachdem der Torhüter 5000 Paraden hatte. Machen wir nun endlich mal den Ausgleich. Und das, obwohl ich gerade den Panier auswechseln wollte. Unfassbar. Justin Neumann geht übrigens aus. Es kommen Sliskovic. Und wen wollte ich noch reinbringen? Darf ich das sehen? Genau. Toni Lindenhahn bringe ich noch. Oh, Hackentrick Ayani. Und da ist die Möglichkeit für Fitch. Oh, Leute, wir sind dran. Wir sind am Drücker, Freunde. Ja, ich bringe jetzt auch noch Fennel. Einer unserer besten Spieler im Kader. Ich will jetzt den Sieg. Wir sind jetzt die bessere Mannschaft. Wir drücken und drücken. Der Sieg ist zum Greifen nah. Bull mit der Ecke. Und Starotzig. Ja, nee. Wechsel lasse ich jetzt erstmal. Aber wir sind die dominante Mannschaft. Und es steht nur 1-1. Und da ist die Möglichkeit für Fetch und der nutzt sie nicht, Leute. Das ist doch der Wahnsinn. Nächste Riesenchance. Wie viele Chancen wollen wir denn hier noch verpasseln? Das ist ja wie Werder Bremen. Und da ist die Chance für Fetch. Und das ist der Ausgleich. Es ist der Ausgleich. Es ist kein Abseits oder sonst irgendwas oder irgendwas. Matthias Fetch macht das 1-2. Na bitte. Das Wort verdient ist kein Ausdruck. Wir sind nicht wie Werder Bremen, die einfach 1000 Milliarden Chancen vergeben und trotzdem kein Tor machen. Nein, wir sind der Hallische FC. Wir machen hier das 2-1 in der 86. Spielminute, 88. Spielminute sogar. Fetch mit seinem zweiten Treffer im Turnier. Und jetzt sieht es nach Sieg aus, aber freuen dürfen wir uns natürlich nicht. Es ist immer noch FIFA. Oh Leute, Konterchance, die letzten Minuten dieser Partie laufen. Können wir vielleicht sogar das dritte machen? Ich wollte den Ball langlegen. Oh, jetzt ist keiner im Zentrum. Warum ist keiner im Zentrum? Und so bekommen die Italiener noch die Möglichkeit, weil EA es zulässt. Aber jetzt müsste es doch durch sein. Lindahn. Und das war's. Der Hallische FC schlägt die Italiener mit 2-1. Wir haben das Spiel gedreht. Im letzten Spiel haben wir es verloren. Da war es ähnlich. Da waren wir die dominante Mannschaft. Haben aber trotzdem den Ausgleich kassiert und dann kurze Zeit später noch das 2-1. Aber dieses Mal ist es anders. Wir haben dieses Mal die Partie gedreht. Wir waren einfach die bessere Mannschaft. Der Sieg ist einfach verdient. Das sehen wir dann auch gleich in den Statistiken. Das Wort verdient ist einfach kein Ausdruck. Hier schaut euch das an. 2-8 Torschüsse. 5-12 Schüsse, also wir waren einfach dominant, das ist definitiv klar. Und Colchester United hat verloren, das heißt, wenn wir gegen Colchester United sogar gewinnen, sind wir durch. Ich glaube, es wird sogar ein Unentschieden reichen, da müssen wir aber dann nochmal auf die Tabelle gucken. Ja, Justin Neumann ist natürlich happy, dass er spielen durfte. Ja, tatsächlich, liebe Freunde, es reicht am letzten Spieltag kein Unentschieden gegen Colchester United aus England. Und dann sind wir tatsächlich sogar in der nächsten Runde, liebe Freunde. Ein Team aus, ich weiß nicht, ist das Österreich? Und noch Foggia aus Italien, Prescia aus Italien und Colchester, Doncaster aus England. Ja, hier Fetch jetzt einer der besten Torschützen. Und es reicht am letzten Spieltag ein Remis, um tatsächlich die Möglichkeit zu wahren auf die nächste Runde. Aber ob das überhaupt passiert, das seht ihr jetzt sofort. Aber ich muss natürlich noch meine Mannschaft bauen. Und da sind wir im letzten Spiel dieser Gruppenphase. Hallischer Fußballclub gegen Colchester United. Dritte gegen dritte Liga. Oder auch besser gesagt, Deutschland gegen England. Ja, einige Wechsel habe ich natürlich wieder gemacht. Das könnt ihr jetzt hier sehen. Wieder Müller im Tor. Ja, natürlich Bandowski ist jetzt raus. Aber Elhelve neu dabei. Jasula dabei. Landgraf, Zenga, Franke. Lindehahn, Stenzel, Sliskovic. Ja, Sliskovic heute im Sturm. Fetch ist einfach kaputt. Der kann einfach nicht mehr. Sollte es eine nächste Runde geben, dann wird er natürlich spielen. Auf der Bank sitzt er schon. Genauso wie Neumann und Panier. Unsere beiden Pokalhelden bislang. Uns reicht hier nochmal ein Unentschieden, aber darauf werde ich natürlich nicht spielen. Also ich wünsche euch viel Spaß.
Sliskovic mit der Chance. Erste Möglichkeit für uns in dieser Partie durch Sliskovic. Siebte Spielminute, es fängt schon mal gut an. Klar, Sliskovic. Qualitativ natürlich ein besserer Stürmer im Gegensatz zu unserem Matthias Fetsch. Was natürlich viel aussagt. Wir haben gute Stürmer. Pintrol, Fetsch, Sliskovic. Und da ist Lindenhahn und das ist das 1:0 für den Halleschen Fußballclub durch Toni Lindenhahn. Die 15. Spielminute. Wir führen natürlich ein wunderschönes Tor von Lindenhahn, den ich ja heute im ZWM aufgeboten habe. Das ist so ein vielfältiger, toller Spieler. Der kann rechter Verteidiger spielen, der kann rechtes Mittelfeld spielen, der kann im zentralen Mittelfeld spielen, der kann im ZOM spielen, der kann linker Mittelfeldspieler spielen. Das ist so ein verdammt vielfältiger Spieler und das ist übrigens auch mein Lieblingsspieler beim HFC. Und genau der macht hier das 1:0. Somit brauchen die Engländer sogar jetzt mittlerweile zwei Tore, um uns aus diesem Wettbewerb rauszuholen. Super Start. Und da ist die Möglichkeit für Riot, aber Müller ist zur Stelle. Müller ja bisher ein enttäuschendes Pokalsaison hier. Bis dahin zwei Spiele bisher im Pokal gemacht, heute sein drittes und bislang drei Gegentore bekommen, im Gegensatz zu seinem Kontrahenten. Der hat noch gar keins bekommen in 90 Minuten. Er schon drei. Und da ist wieder die Möglichkeit für Lindenhahn und der macht das Tor. Das ist unfassbar. 2:0 für den HFC. Was für ein Fußballspiel, liebe Freunde. Es steht 2:0 für den HFC. Was für eine Partie. Ja, Jasula, den erkennt man relativ schnell, nämlich mit seinem Rugby-Helm. Er hatte nämlich auch mal eine Kopfverletzung. Und seitdem ist das so ein bisschen sein Markenzeichen geworden, ist im Real Life leider verletzt. Und hier Lindenhahn, das macht er so stark, verliert hier den Keeper und es steht 2:0, liebe Freunde. Das ist doch der Einzug ins Halbfinale dieses Vorbereitungsturnier. Was für ein Start. Oh, Sliskovic. Und was macht der Schiedsrichter? Sliskovic wurde gefahren und was entscheidet der Schiedsrichter? Es gibt Freistoß. Okay. Problem ist, ja, ist mir schon klar, wie das funktioniert. Klar, mit CR7 ist es leicht, aber wie läuft's mit Jasula? Drüber. Hab letztes Jahr in FIFA 17 nicht so viele Freistoßtore geschossen. Wenn dann, dann mit qualitativ guten Spielern. Aber da ist natürlich die dritte Liga weit davon entfernt. Aber trotzdem, ein guter Versuch. Boah, was macht dieser Lindenhahn? Und er macht das dritte Tor. Was ist denn hier los? 0:3. Toni Lindenhahn in 45 Minuten. In 45 Minuten macht der Bursche ein lupenrein Hattrick. Und damit ist die nächste Runde uns gar nicht mehr zu null nehmen. 0:3. Unfassbar. In 45 Minuten macht der Typ einen lupenreinen Hattrick. Das ist Qualität. Der hat eine 62, liebe Freunde. 62er Gesamtstärke. Toni Lindenhahn. In dieser Situation hatte man das Gefühl, er hat eine 90. Da ist es Lindenhahn. Nicht das vierte. 52. Spielminute. Es geht im Grunde genauso weiter. Hab zur Pause übrigens dieses Mal nicht gewechselt. Müller spielt durch. Aber dafür spielt dann im Halbfinale dieser Nerozic oder wie der heißt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, was für ein Fußballspiel. Und White zum allerersten Mal kommt Colchester United vor's Tor. Und dieser Abschluss war der gefährlichste. Man hat so ein bisschen das Gefühl, nach einer Stunde Colchester erstarrt vor der Qualität des Toni Lindenhahns. Und die Möglichkeit Müller mit einer überragenden Parade. Hab jetzt gerade dreimal gewechselt. Noch ein paar frische Spieler rein. Justin Neumann, Fetch und Panier, die werden dann im Halbfinale eingesetzt. Sollten wir das Finale erreichen, dann werde ich versuchen, auch meine A-Mannschaft reinzubringen. Sprich Schnitzler am Tor und alle anderen Spieler, die dann auch zur Stammformation gehören. Wie halt auch zum Beispiel ein Pintol. Aber das denn dort. Manu jetzt auch zum allerersten Mal im Spiel. Und hier seht ihr ihn, wie schnell der Bursche ist. Einfach nur unfassbar, der Mann. Bringt den Ball auch noch ins Zentrum. Und Ludwig ebenfalls eingewechselt. Und da ist die Möglichkeit. Und da verkürzt Mandron doch noch auf
1:3. Damit Gegentreffer Nummer 4 für Müller im dritten Spiel. Sein letztes Spiel erstmal in diesem Turnier, wie gesagt, im Halbfinale dann. Dieser andere Torhüter, der gut gespielt hat im Turnier, hat immer wieder gute Paraden gezeigt. Müller halt auch etwas Pech dabei, aber trotzdem. Er hat halt 4 Gegentreffer bekommen und der andere Torhüter halt nicht. Und das macht halt den Unterschied aus. Sliskovic heute ganz stark, Manu. Manu hat technisch viel drauf. Auch deswegen eine große Hoffnung in der nächsten Saison. Die nächste Möglichkeit doch noch auf 2:3 zu verkürzen. Dann wäre es nochmal richtig eng vielleicht geworden. Aber so vergeben sie die Chance. Letzten Sekunden in dieser Partie laufen und nochmal haben wir die Chance zum Kontern. Natürlich über Manu und er hat halt Pace. Kann er auch die Chance nutzen? Nein! Riesenchance für Manu. Hier doch nochmal auf den vierten Treffer, aber wir haben in der ersten Halbzeit viele Tore gesehen. Sliskovic nochmal, aber das war's. Wir gewinnen dieses Spiel mit 3:1. Ein überragendes Spiel von Toni Lindhahn. Er macht in 45 Minuten einen lupenreinen Hattrick. Das nenne ich Qualität. Hier Lindenhans erster Streifen mit diesem wunderschönen Treffer in den Knick. Tolles Tor. Auch seine anderen Tore waren beeindruckend. Heute zwar nicht so offensiv gefährlich, aber dafür effizient wie sonst und was natürlich 10,0. Sliskovic mit 3 Torvorlagen. Ein überragendes Spiel auch von ihm. Und Verkiali verliert sogar mit 1:4 am Ende gegen Ascoli. Und damit sind wir in der nächsten Runde gegen Foggia. Hier nochmal die Endtabelle. Wir am Ende mit 6 Punkten weiter und Foggia Tabellenführer und somit eine Runde weiter. Wir also wieder gegen ein italienisches Team. Wird nicht leicht, wir sehen uns gleich im Spiel wieder. So, und da sind wir im San Siro zum Halbfinale zwischen Foggia und dem hallischen Fußballclub. Natürlich habe ich wieder kräftig umgeändert, meine Mannschaft. Unter anderem sind die Helden aus den ersten beiden Gruppenspielen wieder dabei. Neumann, Panier und natürlich Fetsch. Zusammen mit einem Spieler, glaube ich, von Foggia. Kann natürlich auch sein Ausfugier, keine Ahnung, ob das tatsächlich eine Stadt ist in Italien. So gut kenne ich mich in Italien nicht aus. Aber auf jeden Fall gibt es dort auch einen Stürmer, der ganze sage und schreibe 3 Treffer auf dem Konto hat. Genauso wie unser Toni Lindenhahn. Der hat ja gerade eben einfach mal 3 Tore geschossen. Ja, ich würde sagen, wir plappern einfach hier nicht großartig rum, sondern springen sofort los in die Partie. Das ist meine Mannschaft. Und dann natürlich noch meine Bank, die sieht so folgendermaßen aus. Und auf jeden Fall geht es jetzt los mit dem Spiel. Ich wünsche euch viel Spaß. Oh, das ist die Möglichkeit und das ist die Führung für die Italiener. Foggia geht in Führung. Kann es leider nicht so schnell erkennen, durch wen. Was für ein Start. 3. Spielminute. Gleich mal den Rückstand kassiert. Durch das allererste Gegentor, was überhaupt unser Torhüter da bekommt. Oh, das ist die Möglichkeit für Justin Neumann. Erste Möglichkeit überhaupt für uns in dieser Partie. Ich habe es ja gesagt, es sind italienische Mannschaften. Und die bunkern sich halt hinten ein. Und genau das merkt man auch in dieser Partie. Die Italiener bunkern sich hinten in die Abwehr rein. Und ja, wenn ich mal den Ball habe, dann ja, tun sie gar nichts fürs Fußballspielen, sondern baggern sich hinten mit 9 Spielern rein in die Abwehr und hoffen auf das Beste. Und ja, natürlich passiert genau doch das. Oh, Panier, was macht der denn da? Was macht der denn da? Was macht der denn da? Das Super Solo von Panier. Keiner hat ihn auf der Rechnung. Aber auch wirklich niemanden. Es ist ja unfassbar. Guckt euch das an, wie viel Platz der Bursche da bekommt. Eine komplette Einladung mit Geld im Grußkärtchen mit drinne und dann nutzt er auch das. Er nimmt die Einladung an, kommt zum Tore schießen, ein 2. Turniertor. Hat er im allerersten Spiel, was wir in dieser Folge hatten, getroffen. Und jetzt auch hier Pascal Penier, einfach so aus dem Nichts, mit dem Ausgleich. El Helve,
Und da ist die Möglichkeit für Pohl. Ja klar, vielleicht hätte man auch runterlegen können zu Justin Neumann. Und dann hätte der vielleicht sogar noch das Tor gemacht, aber trotzdem eine Riesenmöglichkeit. Aber klar, der Winkel war dann natürlich auch spitz und Neumann. Haben wir ja schon öfters in diesem Let's Play gesehen, dass er noch nicht so ein guter Goalgetter ist. Und das ist wieder Bol. Das ist wieder Bol. Bol, 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 Bol. Aber wieder dieser Torhüter. Ein Teufelskerl. Ja, wechseln wollen wir natürlich nicht so kurz vor der Pause. Schwachsinnig. Denn wir liegen ja im Spiel, Ludwig. Und das ist die Möglichkeit für Penny. Und da macht er das 2 zu 1 noch kurz vor der Pause. Unfassbar. Was ist denn das hier für ein Fußballspiel, liebe Freunde? Penny macht das 2 zu 1. Es ist unglaublich. Da lagen wir 0 zu 1 in der dritten Minute im Rückstand. Und dann dreht Penny auf und nimmt die Italiener hier auseinander. Das Spiel sah so ab der so 20. Minute so komplett einseitig aus. Ich hatte keinen Ballbesitz, keine wirklichen Ballaktion. Und dann bekommt Penier diese Einladung in der 25. Minute und macht das Tor. Und das Spiel ist völlig auf den Kopf gedreht. Es steht nach 45 Minuten 2 zu 1 für den HFC. Aus dem Nichts, aber aus dem Nichts kam dieses 1 zu 1. Und dann hat sich das Spiel komplett in die andere Richtung gedreht. Und es war dann nur noch eine Frage der Zeit, bis das 2-2-1 fallen würde. Und dann, dass das auch noch sogar noch vor der ersten Halbzeitende kommen würde. Das hätte ich nicht gedacht. Und Ascoli führt sogar. Das könnte heißen, dass wir dann in der nächsten Folge das Finale spielen würden. Und das ausgerechnet gegen Ascoli, gegen die wir im zweiten Spiel, nee, im ersten Spiel, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, verloren hatten. Oh, die Italiener kommen nochmal. Torhüter hält. Uiuiui, richtig gefährlich. Oder ist die tatsächlich die Möglichkeit für den Stenzel? Und der macht das nicht. Die Riesenchance für den gerade erst eingewechselten Stenzel. Kam für Neumann in der 65. Minute. Und dann hier sein erster Ballkontakt. Und dann fehlen da nur Zentimeter. Diese Riesenchance für ihn. Aber nutzt sie nicht. Uiuiui, da kommen die Italiener nochmal. 80. Spielminute. Schlick. Und der Stürmer verpassen. Glück für uns. Panier geht jetzt auch raus. Es kommt Manu. Hab natürlich jetzt mittlerweile auf Defensive geschaltet. Und auf Konter. Klick jetzt sogar auch noch auf sehr defensiv. Wir müssen diesen Sieg jetzt festhalten. Das ist Brandon Manu. Das ist Brandon Manu. Game over. Der hallische Fußballclub steht im Testspiel. Pokalfinale. Brandon Manu mit dem Game over für die Italiener. Das ist es, liebe Freunde. Hier nochmal 84. Spielminute. Super Solo von Brandon Manu. Gerade eben erst eingewechselt. Und der mit dem Schlusspunkt. In der nächsten Folge heißt es dann also Pokalfinale im Testspielturnier. Und das dann wahrscheinlich gegen Ascoli, unseren Erzrivalen, gegen die wir in der allerersten Folge verloren hatten. Und das war's, liebe Freunde. Wir stehen im Pokalfinale. Unfassbar. Wir schlagen tatsächlich die Italiener mit 3 zu 1. Zweimal in Folge 3 zu 1 gewonnen. Das ist einfach nur ein überragendes Resultat. Und damit, nach einem 0 zu 1 Rückstand in der dritten Spielminute, haben wir dieses Spiel tatsächlich noch gedreht. Mit freundlicher Unterstützung der Italiener, muss man einfach dazu sagen. Und wir spielen tatsächlich im Finale dann gegen Ascoli. Die haben tatsächlich den österreichischen Vertreter aus Linz rausgekickt. Ja, ich bedanke mich natürlich für eure Aufmerksamkeit bei dieser Folge von Let's Play FIFA 18 Karrieremodus mit dem hallischen FC. Pressekonferenz machen wir noch. Ja, loben, ganz klar. Und schön das Geld einstreichen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis dahin und ciao in der nächsten Folge. Wie gesagt, das Finale.